neige eigentlich dazu, dass ich immer wieder bei dem Bild bleibe und dann wieder irgendwie Korrekturen vornehme, wieder Übermalungen vornehme, vernichte. Mhm. Und wenn du es dann mit so drei großen Pinselhieben zerstörst, das kostet schon eine Überwindung. Aber oft wird dieser Mut belohnt. Das weiß man dann mit der Zeit auch. Und trotzdem muss man ihn erst haben. Das heißt, das Malen macht dich glücklich. Doch, doch, schon, ja, ja. Also mit natürlich allen Ausprägungen, auch mit den Tagen der Verzweiflung und des Unglücklichseins über das, was ich gerade gemacht habe. Das kommt noch dazu. Aber die ganze Tätigkeit ist was absolut Faszinierendes. Hätte ich vorher auch nicht so gedacht, dass das wirklich so eine Intensität haben kann. Mhm. Das ist vielleicht die Parallele zum Fußball. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Die Intensität, das ist vielleicht die Parallele. Rudi Kargus wird zwischen 1976 und 1979 mit dem HSV Pokalsieger, Europapokalsieger und deutscher Meister. Wenn jetzt ein Kunsthändler zu dir käme und sagte, ich würde ganz gern ein Kargus-Bild haben, ja, aber es muss das Thema Fußball haben, der würde sehr viel Geld aufrufen, würdest du dich verführen lassen? Ich habe ja mal so eine Serie zum Thema Fußball gemacht und das war auch so gedacht als so eine Befreiung. Und das hat auch funktioniert und die haben auch ein paar Leute gekauft und dann habe ich aufgehört damit gleich. Nein, also ich will damit ja sagen, wenn ich jetzt Fußballbilder malen würde, wäre ich für alle Zeit abgestempelt als der Fußballmaler und das möchte ich nun wirklich nicht sein. Und weil ich hier in dem Atelier, wie ich hier so agiere, spielt halt letztlich der Fußball ja erstmal gar keine Rolle. Fürwahr, Fußball spielt hier in diesem Atelier fast keine Rolle mehr. Rudi Kargus und seine Nachspielzeit. Als Künstler endlich unabhängig, endlich selbstbestimmt. Rudi Kargus der Torhüter, ein ganz anderer. Das Leben als Fußballer ist schon sehr mit Druck verbunden. Ich habe diesen Druck immens gespürt. Der hat mich schon beeinflusst, auch mein ganzes Verhalten in der Öffentlichkeit. Ich habe das wirklich extrem empfunden. Hättest du dir mehr Leichtigkeit gewünscht in deinem Leben als Fußballer? Ja und nein. Also zum einen glaube ich, wenn ich so viel leichter das gemacht hätte, hätte ich auch wiederum das nicht erreichen können, was ich erreicht habe, mit dem ich ja zufrieden bin. Auf der anderen Seite, was ich, glaube ich, gerne gehabt hätte, wäre, dass ich bestimmte Momente mehr hätte genießen können. Zum Beispiel, wenn man vor 60.000, 70.000 Menschen im Bernabeu-Stadion in Madrid spielt, muss man das eigentlich genießen. Ja. Und das war dann immer so ein Druck, dass ich das nicht genießen konnte, wirklich. Und das fände ich ein bisschen schade rückblickend. Rudi Kargus, der Inbegriff des Elfmeterkillers. Sein ewiger Rekord? 24 gehaltene Strafstöße in der Bundesliga. Ich habe irgendwann mal einfach ein paar Elfmeter gehalten in der Saison, da war vielleicht auch Glück bei. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass Schützen wohl schon mit dem Gedanken denn daran gegangen sind, dass ich jetzt da ein spezielles Talent habe, was ich vielleicht in dem Moment gar nicht hatte. Und dann hatten die eben, war total die Nervenbelastung bei denen, klar. Und ich habe es immer so gesehen, dass es eine sehr einfache Situation ist. Das heißt, du hast ganz tief entspannt auf der Linie ein bisschen deine Faxen gemacht? Komischerweise war ich da ziemlich entspannt, ja. Ja. Obwohl ich sonst bei den Spielen nicht entspannt war. Also ich war immer sehr von Lampenfieber geprägt und so und gebeutelt. Auch später noch? Ja, auch bis zum letzten Spiel. Dortmunds Hauptbahnhof. Rudi Kargus ist gekommen, um hier im neuen Deutschen Fußballmuseum eines seiner Werke zu präsentieren. Musik 1978,
war Cargos Mitglied des WM-Kaders in Argentinien. Heute, hier im Museum, eher ein distanzierter Blick auf die Hochglanzwelt der aktuellen WM-Stars. Das Spiel der Spiele, mitten unter uns. So lautet der Titel von Cargos Ölgemälde. Es soll einen prominenten Platz bekommen. Ja, also, hier soll das hinkommen, das Bild. Und wird da hoffentlich gut aussehen. Ich finde das hier einen ganz guten Platz hier. Und jetzt gestern zu meiner Überraschung festgestellt, dass man dann sogar von draußen ja so bis hier reingucken kann. Wichtig ist mir, wenn von mir was hängt, dass es auch gut hängt und gut aussieht. Das. Und dass es jetzt hier so im Fußballmuseum denn ein Bild von mir hängen wird, also ein Gemälde zum Thema Fußball, finde ich schon eine schöne Sache und macht mich auch ein bisschen stolz. Ja. 3, 2, 1, los! Die Enthüllung des Kunstwerks. Ein Pressetermin. Rudi Cargos zurück in der Fußballöffentlichkeit. Eine schöne Frage. Was sagt man denn auf dem Kunstmarkt für einen echten Cargos? Das ist jetzt lustig, dass das die erste Frage ist. Das finde ich ja zu schön. Ja. Ja, also das hängt ja hier im Museum. Das wird unbezahlbar sein. Das wird hier auch ohne irgendeine Preisangabe hängen. Die Frage selbst hat mich nicht überrascht, weil die doch sehr häufig kommt. Aber als Einstieg hat es mich in der Tat überrascht, wenn man hier so ein Bild präsentiert und es gäbe dazu ja einiges anderes zu fragen, als jetzt erstmal nach Preisen der Bilder. Also dass das die Einstiegsfrage war, war schon überraschend. Zurück im Atelier. Kokettieren mit seiner Kunst. Das ist ihm fremd. Gleichgültigkeit gegenüber kommerziellem Erfolg. Seine Bilder werden auf dem Kunstmarkt im vierstelligen Bereich gehandelt. Für mich ist das eigentlich ähnlich absurd, wenn so ein Bild für zwei-, dreistellige Millionenbeträge verkauft wird. Ähnlich absurd wie Sportler, die zweistellige Millionenbeträge verdienen oder so, finde ich schon absurde Entwicklung generell. Es gibt ja den Kunstmarkt, ja. Da braucht man Manager, da braucht man Förderer, da wird ja auch nicht immer das größte Talent nach vorne gebracht, sondern der irgendwie am stärksten gefördert ist. Wie machst du das? Das interessiert mich nicht. Ich male ja nicht für den Käufer oder fürs Publikum, ich male ja für mich.